In der Nacht zum 3. November 2024 kam es erneut zu einem Brandanschlag auf die queere Bar B7 in Rostocks nördlicher Altstadt, die als beliebter Treffpunkt der queeren Szene gilt. Gegen 5 Uhr morgens beobachtete ein Zeuge eine Person, die einen Gegenstand in das Lokal warf, begleitet von klirrenden Geräuschen. Kurz darauf brach ein Brand im Inneren aus und die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zur Brandbekämpfung an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quoll bereits dichter Rauch aus einem Fenster. Unter schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute die Flammen löschen, wobei mehrere Holzmöbel, darunter eine Sitzbank, stark beschädigt wurden. Dies ist bereits der 2. Brandanschlag auf die Bar B7 in kurzer Zeit. Am 16. September versuchten Unbekannte vergeblich, einen Brandsatz durch ein Fenster zu werfen. Damals verhinderte die doppelte Fensterverglasung größeren Schaden. Nach dem erneuten Angriff hat die Polizei Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen und fahndet nach den Tätern, bisher jedoch ohne Erfolg. Da sich über der Bar Wohnungen befinden, mussten Feuerwehrleute das gesamte Gebäude lüften, um eine Gefährdung der Anwohner zu verhindern.